Wir haben es gerade gesehen, es kann auch anders gehen in Duisburgs Schulen. Doch während das Steinbad-Gymnasium eine neue Sporthalle bekommt, kämpfen andere Schulen in Duisburg noch immer mit dem akuten Raummangel. Und der war auch unter anderem Thema des gestrigen Schulausschusses. Und über die Ergebnisse sprechen wir jetzt mit Barbara Lagmann, schulpolitische Sprecherin der Linken und Mitglied im Schulausschuss. Guten Abend, Frau Lagmann. Guten Abend, Frau Henke. Ja, beim gestrigen Schulausschuss wurden gestern unter anderem mehrere Aufstellungen von Containeranlagen besprochen. Zum Beispiel in der Gesamtschule Walsum, Gemeinschaftsgrundschule Sternstraße. Reichen diese Containeranlagen denn provisorisch erstmal aus, um dem Raummangel entgegenzukommen und vor allem den nötigen Mindestabstand zwischen den Schülern herzustellen? Wie sieht da Ihre Einschätzung aus? Oh je, da haben Sie jetzt ganz viele Probleme in eine Frage gepackt. Ich will mal versuchen, das auseinanderzunehmen. Die Container sind ja eigentlich als vorübergehende Lösung gedacht. Es hat bis jetzt sehr, sehr lange gedauert, bis vom Beschluss zum Aufstellen dann tatsächlich was passiert ist. Da ist jetzt im Moment offenbar etwas mehr Geschwindigkeit da drin. Aber es sind natürlich Provisorien und sie sind beengt und sie haben, das haben wir gestern erfahren, da haben wir nämlich nachgefragt, die Stadt hat für die Container jeweils die Preishärtelösung gesucht. Die kosten eh relativ viel Geld. Und das bedeutet, das sind Container, die haben kein Waschbecken. Da sind wir dann bei der Frage des Händewaschens dann schon gleich darauf gedrängt, dass die Schulen da ungeheuer improvisieren müssen und sehr kreativ sein müssen, damit sie dem Gebot des Händewaschens überhaupt entsprechen können. Und es ist natürlich auch so, solche Provisorien haben ja die dumme Eigenart, dass sie dann doch sehr, sehr lange dauern. Von daher sagt meine Fraktion zusammen mit dem Bündnis Gute Schulen neu bauen, lass uns jetzt den Akzent darauf legen, neue Schulgebäude, neue Schulen zu bauen. Dass es keine Dauerlösung ist, das hatte ich am Anfang ja auch schon betont und das ist klar. Es ist aber gerade vor allem eine schnelle Lösung. Ich denke mal, die kann man schneller aufbauen, als jetzt eine Schule neu zu bauen. Und das ist ja gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eben wichtig, dass schnell eine Lösung da ist. Wurde gestern denn schon gesagt, bis wann man mit diesen Schulcontainern rechnen kann? Also, wie gesagt, die eigentlichen Beschlüsse sind ja schon sind sehr alt. Und es ist eben genau nicht so, dass die Container beschlossen werden, schnell aufgestellt werden und dem Mangel schnell abhelfen. Den Mangel hat es ja auch schon vor Corona gegeben. Die Pandemie wirkt ja wie ein Vergrößerungsglas im Hinblick auf alle Schwierigkeiten, die an Schule bestehen. Also es werden jetzt für die Henriettenstraße und für die Gesamtschule Walsum, da soll es tatsächlich bis zum Januar des nächsten Jahres soweit sein. Das heißt, da sind also jetzt noch ein paar Monate dazwischen. Aber da fragen Sie mit mir jetzt eigentlich die falsche, weil das ist eine Frage, die das IMD beantworten müsste. Das heißt, was fordern Sie jetzt konkret von der Stadt? Was muss jetzt passieren? Wie kann schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden? Sowohl das Bündnis als auch wir sagen, es ist der erste Schritt muss sein, dass die Stadt den Bedarf formuliert, dass neue Schulen notwendig sind. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Jetzt im Wahlkampf ist da ein bisschen Bewegung reingekommen in die ganze Sache. Und insofern sind wir, unsere Leute, inzwischen in den Bezirksvertretungen und im Rat auch dazu übergegangen, den Containern gar nicht mehr zuzustimmen, weil hier Geld ausgegeben wird, von dem wir sagen, dass es für andere Stellen aufgehoben werden muss, nämlich für die Neubauten von Schulen. Gleiches gilt ja für das viele Geld, das ausgegeben wird, um die Kinder von Standort A, wo sie nicht mehr reinpassen, zu Standort C zu bringen, wo noch ein bisschen Platz ist. Auch dafür sind Millionen ausgegeben worden. Das Problem ist natürlich, dass es sowohl kurzfristige als auch mittelfristige als auch langfristige Lösungen geben muss. Wir haben den Eindruck, dass mit den kurzfristigen Lösungen erstmal auch so ein bisschen der Bedarf abgedeckt wird und der langfristige Bedarf verschleiert wird. Ein weiterer Punkt neben den Schulcontainern war eben auch die Zahl der Schulpflichtigen ohne Schulplatz. Da war jetzt in der Tagesordnung die Zahl 40 genannt. Können Sie einmal diese Zahl einordnen? Bedeutet diese Zahl 40, dass es eben gerade 40 schulpflichtige Kinder in Duisburg gibt, die nicht die Schule besuchen können?
Also wir haben seit Jahren das Ritual, dass wir immer fragen, wie viele Kinder ohne Schulplatz gibt es, und dann bekommen wir da eine Antwort. Und 40 ist eigentlich eine relativ niedrige Zahl im Vergleich zu dem, was vorher gewesen ist. Wir haben vorher, vor ein paar Jahren waren das echte Katastrophenzahlen. Das sind also Kinder, die mit ihren Eltern nach Duisburg zugewandert sind, zum großen Teil aus Südosteuropa, und die schulpflichtig sind und für die dann nicht jetzt von heute auf morgen irgendwo in einer Schule ein Platz gefunden wird. Weil natürlich Kinder, die zugewandert sind, ohne Sprachkenntnisse, auch besondere Aufgaben für die Schulen darstellen. Und es gibt ja bereits Schulen, das wurde gestern auch gesagt, in denen die Zahl der Kinder, deren Zweitsprache Deutsch ist, die sie jetzt gerade an der Schule erwerben. Also es gibt Grundschulen im Duisburger Norden, da ist der Prozentsatz an solchen Kindern um die 80%. Das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe für die Schulen. Für die 40 Kinder muss jetzt ganz schnell was passieren. Ich gehe auch davon aus, dass das passiert. Aber es kommen eben immer welche noch nach. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Ich würde gerne noch auf einen Punkt schauen vom gestrigen Schulausschuss. Und zwar geht es um die zusätzliche Ausstattung mit Händedesinfektionsanlagen, weil sich eben Eltern Sorgen gemacht haben, dass sie eben nicht an jeder Schule vorhanden sind, und auch über den schlechten Zustand der Schultoiletten. Was ist denn da für ein Ergebnis rausgekommen? Also es gibt an manchen Schulen gibt es Probleme, das ist klar. Es gibt die feste Zusage von Seiten der Verwaltung, dass sowohl Desinfektionsmittel als auch Seife und Handtücher, Papierhandtücher, als auch ein bestimmter Bestand an Handschuhen, als auch ein bestimmter Bestand an Ersatzmasken, dass das an die Schulen geliefert worden ist. Und wir haben in der Sitzung, als angesprochen wurde, dass es da an manchen Stellen knirscht, die Zusage bekommen, dass, wenn wir das hören, dass wir uns an die Verwaltung wenden sollen und dass dem abgeholfen wird. Frau Lackmann, dann bedanke ich mich für Ihre Einschätzung der gestrigen Ergebnisse des Schulausschusses und danke schön für Ihre Zeit. Immer gerne, Frau Enke.